Plus 12.053 Dollar Wochengewinn im Rohstoffen-Future-Handel nach Zu-T-Daten. Hallo und herzlich willkommen bei Insider Week. Mein Name ist Marc Schulz und in diesem Video besprechen wir die Handelsergebnisse der Kalenderwoche 14. Wie immer fangen wir mit Risikohinweis an. Und dann beginnen wir mit Zu-T1 Trading Strategy, Kontogröße 916.000 Dollar. So, und hier ist die Watchlist, mit der ich gestartet bin. Auf diesem Konto handle ich Zu-T1 Strategie und diese Watchlist ist von der Zu-T1 Strategie. Diese Strategie basiert auf Auswertung von Zu-T-Daten. Hier auf der linken Seite sieht man das Portfolio, mit dem ich in die letzte Handelswoche gestartet bin. Ich war 13 Kontrakte long im mexikanischen Peso. Und wie man sieht, noch eine zum Ende der Woche noch eine Position dazugekommen, und zwar in Soybeanöl, 6 Kontrakte long. Und im Laufe der Woche wurde eine Position geschlossen, und zwar im Dow Jones E-Mini. Schauen wir uns die Trades nacheinander an. Hier ist der Wochenchart. Am Wochenchart oder auf dem Wochenchart werte ich die Zu-T-Daten aus und leite so meine Kauf- und Verkaufssignale ab. Und hier sieht man den ersten Trade, Soybeanöl. Hier warte ich oder erwarte ich einen aufsteigenden Trend laut Zu-T-Daten. Wie man sieht, probiere ich hier das richtige Timing zu erwischen. Zweimal ist unser Einstiegsbutton entstanden, zweimal ausgestoppt und letzte Woche erneut ein Reentry gemacht. So, und ich gehe davon aus, dass wir hier einen Trend nach oben sehen werden und ich mein Kursziel erreichen werde. Hier riskiere ich 0,5% von meinem Zu-T1 Trading Konto. Die Position ist hier offen. Ich bin 6 Kontrakte long in diesem Markt. So, nächster Markt, mexikanische Peso. Die Position ist noch offen. Wir sehen hier aufsteigenden Trend. Wir sehen hier die offene Position auf dem Tageschart. Ich bin kurz von meinem Kursziel. Also ich hoffe, wir werden das Kursziel nächste Woche erreichen. Ich bin 13 Kontrakte long in diesem Markt, riskiere hier 0,5% von meinem Zu-T1 Trading Konto, handle hier Risk-Reward-Ratio 1 zu 2 oder auf Deutsch CFV 2 zu 1. So, und der Trade, wo ich ausgestoppt wurde, ist Dow Jones Mini. Wie gesagt, hier habe ich, hier ist mein Einstiegsbutton entstanden, aber wie man hier sieht, das Timing war hier nicht ganz passend und ich wurde am nächsten Tag ausgestoppt mit einem Verlust 8.300 Dollar. Hier habe ich 1% von meinem Zu-T1 Konto riskiert. In anderen Märkten von The Watches gab es keine Trades, weil die Märkte unsere Voraussetzungen für richtiges Timing nicht erfüllt haben oder Einstiegsbutton ist nicht entstanden. Also wie gesagt, Regeln haben den Trade in diesen Märkten nicht zugelassen. So, hier komme ich zum Startup Trading Konto. Das ist ein kleineres Konto von 30.000 Dollar. Dort hatte ich auch eine offene Position im mexikanischen Peso zu Beginn der Woche und mit derselben Position habe ich die Woche beendet. Im Laufe der Woche habe ich einen Trade im Dow Jones E-Micro gemacht und dort wurde ich ausgestoppt. Der Verlust beträgt 847 Dollar. Zu-T2 Trading Strategy. Ich handle auch, das ist eine zweite Strategie auf Zu-T-Daten, basierend auf Zu-T-Daten. Der Grund ist die Diversifikation und hier sieht man, wie sie zum Tragen kommt auf dem Zu-T1 Konto. Mit der Zu-T1 Strategie habe ich ein Minus gemacht und hier sieht man, dass ich mit der Zu-T2 Strategie die Woche positiv schließe mit einem Gewinnhöhe von 21.200 Dollar und das kommt zugute der Equity-Kurve und dadurch erreiche ich eine Diversifikation auf meinem Gesamtkonto. In die letzte Handelswoche bin ich gestartet mit zwei offenen Positionen, 6 Kontrakte long im Crudeöl und 8 Kontrakte long im Dollarindex. Beide Positionen wurden geschlossen. Die Woche habe ich mit leerem Portfolio beendet und wie gesagt 21.200 Dollar Gewinn realisiert. Hier sieht man die Kontogröße, 538.000 Dollar. Hier sieht man Equity-Kurve, Kapitalkurve, Verlauf der Kapitalkurve. So, und hier sieht man den Trade im Crude-Öl, 2% riskiert, das Kursziel erreicht, 24.000 Gewinn realisiert mit einem CFV von 2 zu 1. Und hier sieht man den Trade im Dollar-Index. Der Trade, bei dem Trade wurde ich ausgestoppt. Verlust 2.800 Dollar. So, das war's von uns für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Handelswoche. Diese Woche kamen die Handelspläne einen Tag später, weil ich verreist bin und gestern einfach nicht geschafft habe, die Handelspläne aufzunehmen. Aber wie gesagt, heute nachgeholt. Und so, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche uns allen viele gute Trades und wie immer, denk an die Risiken. Das ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading.